Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir, wie heißt die Stadt überhaupt? Passbeck, ne? Passbeck, ne? Haben wir Passbeck erreicht und ein bisschen die Stadt erkundet. Hopp, steht schon wieder da uns im Weg. Wir haben außerdem unser neuestes Teammitglied hier im Team und ja, unser neuestes Teammitglied gefangen. So, und ja, wir müssen uns aufmachen, gegen Hopp zu kämpfen und ja, machen wir uns das mal. Ja. Und je nachdem, wie stark der Typ ist, werden wir wahrscheinlich in der Naturzone ein bisschen, das haben wir schon alles gelesen, uns ein paar Pokémon fangen, ein bisschen hochleveln, weil irgendwie holt mich das Level hier voll ein. Klar, jederzeit. Du bist meine Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Na, komm mal her. Pokémon Trainer Hopp fordert dich heraus. Wie Teile hast du denn? 4. Ein Bad? Ein Urgel? Was bist du denn? Bist du denn für so ein Derpy-Ding? Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf dein Team. Auf mein Team. Okay, das Ding sieht schon wieder so Derpy aus. Das ist schon wieder perfekt für mein Team. So, ich habe keine Ahnung, was du bist. Du siehst aus wie Flug und Wasser. Also, machen wir mal. Versuchen wir mal mit Big Tox. Wenn du Flugwasser bist, dann bist du mit einem Schlag weg. Oh. Oh, du greifst mich also an. Wie waghalsig von dir. Funkensprung. Oh, nee. Okay. Ach. Naja. Du bist definitiv Wasser und Flug. Was? Spuck das gefällig aus, wenn du gegen mich kämpfst. Klar versucht er jede seiner effektiven Attacken als jetzt, wenn er Chance dazu hat. Was? Au! Was? Hast du gerade einen Fisch auf mich gespuckt, während ich dich erledigt habe? Was zum Teufel ist gerade passiert? Was war das? Oh, Nachthieb. Ja, hohe Volltrefferquote. Oh, aber du bist. Das war, mach mal. Nachthieb, mit Nachthieb habe ich irgendwie nur gute Erfahrungen. Ich tue mal hin und wieder mal wieder hier so ein Absol benutzen und Nachthieb ist richtig krass. Oh, nee, der hat auch eins. Sich auf den Arm. Ich dachte, ich war was Besonderes. Ja, jetzt will ich das Ding nicht mehr in mein Team. Boah. Was mache ich dagegen? Jetzt weiß ich, was du für ein Typ bist, ey. Muss es ja ausgerechnet genau das Team nehmen, ey. Was mit deinem Volley und deinem Micro und all diese Kackviecher, ey. Ein vollkommen neues Team hier auf einmal. Zauberblatt. Du hast mir meine Schlange ruiniert, ey. Jetzt hat mein Rival auch so ein Teil. Komm schon. Was? Ja, ein vollkommen neues Team. So, aber ich weiß, wie schwach Toxel ist, deswegen hier. Ja. Komm her. Das ist eigentlich die perfekte Wahl gegen das Teil, weil ja, Elektro bringt nichts und Gift ist auch nicht effektiv. Also ja. Wow. Vielleicht das schlechteste Wahl, dass du hier gegen das Viech einsetzen konntest. So, jetzt den seinen Start, ne? Das heißt, den seinen Volley ist weg, den seinen Micro ist weg. Was hat er noch alles? Hat er jedes Mal ein neues Team oder was? Wer das jetzt ein Endteam? Das ist fast genauso wie meins. Um jetzt zu gewinnen, ist schwierig. Augen auf und durch. So, und wir gehen weg. Ja. In seinem Start allerdings schon wieder. Oh nee. Warum hast du einen Rivalen ausgesucht, der einen stärkeren Start hat als ich? Ah. So, wer ist jetzt den sein Endteam oder irgendwie so was? Ne, sonst setzt es was. Also ich die Hälfte der Pokémon haben, die ich auch habe.
Zum Glück steht mein Team nicht wirklich fest und ich habe vor, hin und wieder was zu ändern. Also ja. Guck mal, Trainer, hopp, wurde besiegt. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht den richtigen Pokémon unter Attacken auswählen. Ja, der warum macht den hat eigentlich nicht fertig, dass ich denn die ganze Zeit fertig mache. Der heult hier rum, weil er mal gegen Dings verloren hat und dann komme ich hier tut täglich mit denen den Boden aufwischen und ja, ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Das hat es irgendwie auch nicht gemacht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr experimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ja, setz bitte andere Pokémon ein als jetzt, sonst weiß ich nicht. Ein Team, das nur dank einer ganz persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinauswächst. Tschüss. Was? Die Jugend von heute. Bei der Arena Challenge sollte man sich für uns seine Pokémon kämpfen, nicht niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Die Karte von Seida. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena Challenge. Seid die Arena Leiterin, Seida. Der Kampfarena Leiterin, ne? Ich habe eine Faust gesehen aus Stahl. Wir uns mal die Dinger hier alle durchlesen, habe ich so Gefühl. Da haben wir uns die alle eigentlich schon durchgelesen. Ich glaube, den haben wir uns noch nicht durchgelesen. Ich habe mir mal das Intro von meinen, also nicht das Intro, den ersten Part angeschaut. Und da ist der Typ, der gegen Delung am Anfang gekämpft hat. Ist mir so aufgefallen. Immer hat der Ruf aus, der allerbeste Anhalter von Galar zu sein. Sein Bestreben, in jeder Lage den Sieg zu erringen, ist zu verdanken, dass er ein Meister im Umgang mit Wettereffekten ist. Nicht wenige glauben, er könnte sich mit Links zum Champion einer anderen Region aufschwingen. Doch für ihn hat ein Sieg über Delon absolute Priorität. Die Fotos, die Roy hochlädt, erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn darauf oft nicht mehr zu sehen ist als ein Sandsturm. So, dann hatten wir sie bekommen erstmal. Papella ist die älteste Arenaleiterin der Galarik und sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach einem eigenen Ermessen ist sie an ihren Grenzen geschossen und sucht derzeit händeringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit den Rücken zur Wand stehen. Es gibt jedoch auch Leute, die Meinung sind, sie tut das aus reiner Bosheit. So, und da ist die, gegen die wir kämpfen müssen jetzt, ne? Seida wuchs unter den begabten Förderungen ihrer Eltern auf und wurde gemeinsam mit ihrem Pokémon hart trainiert. Dank ihrem ausgezeichneten Urteilsvermögen schafft sie es doch jedoch in jeder noch so brenzlichen Lage ruhig zu bleiben. Daher heißt es zwar oft, dass sie ein kühler Mensch sei, aber sie sei selbst versucht angeblich nur, sich von den Gegnern keine Blöße zu geben und zeigt ihrem Pokémon in Matches da durchaus ihr wahres Gesicht. Sie ist insgeheim verrückt nach Süßigkeiten, doch seit ihre Fans das herausgefunden haben, fällt es ihr schwer, süß zu essen. Ja, das ist meine Karte. Schön, ich habe genauso eine blöde Karte auf mein Schild. Mein Schildspielstand mit meinem weiblichen Charakter. Ich bin stolzer Taxiflug beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir okay. Fliegen. Ich habe kein Flug-Pokémon. Das erste fliegende Taxi in Galar war ein Kramor. Und diese Tradition bleibt mir treu. Hallo, ich betreibe irgendwie das Kramor-Taxi. Alles klar. Hier, das ist für dich. Danke, dass du mir vertraust. Was? Ich habe irgendwie nichts gesagt, aber okay. Da. Ist nicht das Teil, was ich morgen kaufen kann? Hier speziell kann er löst beim bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sieht weiß zwar Risse auf, aber das wirkt sich negativ auf den Tee aus. Oh, warte. Ich hab gesehen. Glaube ich. Glaube nicht. Das heißt, sie wollen mich hier irgendwie voll. Okay, ich glaube, hinter dem Pokémon Center kann ich noch rumlaufen, ne? Da ist der eine Typ, will mich übers Ohr hauen morgen. Ich habe jetzt hier eine rissige Kanne, obwohl kann ich Schaden zwei von denen zu haben, wenn das irgendwie für eine Entwicklung irgendwie wichtig ist, ne? Ich meine, ich weiß auch, welches Pokémon das ist. Das habe ich irgendwie so mitbekommen, so noch auf Facebook. So,
Fensterstein. So, mal zum Gucken hier. Gott, ich habe so viele Sachen. Ah. Nö. Ach, muss man die rissige Kanne einfach so geben? Wäre nicht schlecht. So, je nachdem, ob jetzt hier. Oh, wir können eigentlich versuchen, in die Arena zu gehen, ne? Niemand auch geschafft. Mein Hopp war jetzt nicht so stark. Jetzt ja echt nichts zu erkunden ist, dann machen wir das vielleicht noch. Wenn wir wahrscheinlich ja sowieso nicht durch können, ne? Ich Pokémon leben in den Bergen, andere in den Feldern, Wäldern. Pokémon leben an unterschiedlichsten Orten. Was? Ich kann mal die Stadt verlassen. Okay. Aber da hinten sehe ich die schon wieder, ey. Wisst ihr mir eigentlich jedes Mal? Okay. Bist du denn? Was? Was bist du denn für einer? Bämon. Was? Bist du denn für ein Typ? Big Talks, weiß ich nicht. Marin Rubler. Hast du gerade versucht, mich? Gewissheit. Wie herablassend Big Talks irgendwie auf das Ding kommt. Oh my Mo Shinderu. Okay, fangen wir das Teil. Aber warum nicht? Gut. Das war ja leicht. Cool. Da bist du. Unlicht und Fee. Wird kräftiger, indem es die von unzufriedenen Menschen und Pokémon ausgestoßene negative Energie einsammelt. Weiß ich nicht. Interessantes Datei. Vor allem, wir sind auch irgendwie. Hier ist irgendwie hohes Gras noch. Irgendwie läuft hier nichts rum. Hey. Ja, Fatality. Ich glaube, ich habe das Pokémon gefunden, was ich mit dieser rissigen Kanne irgendwie entwickeln kann. Ja, komm mal. Komm mal her. Und eine Teekanne will ich nicht unbedingt im Team haben, das ist schon mal klar. Ja. Kannst du es wagen? Au. Ja, komm her. Neutral. Hochrüstung. Ja, ruhig deine Initiative. Ah. Weiß schon, hat uns hier nur von uns allen in die Zeit verschwendet, ne? Keine Ahnung, dieses eine Dämonen-Pokémon interessiert mich irgendwie. Jetzt sich bestimmt auch irgendwas voll krassen oder so, ne? Du. Was? Wieder gibt mir keine Gelegenheit. Was soll das denn heißen? Ach. Was war das denn jetzt schon wieder? Na, läuft ja noch irgendwas rum.
Miss Mary ist einfach die Beste. Oh ja, glaubt es ruhig, sieht so aus. Miss Mary macht der Konkurrenz dann gar aus. Okay. Vor allem ein Fee-Pokémon für die nächste Arena wäre eigentlich nicht so schlecht, ne? Also jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Zeig mal. Nein, nicht speichern. Bämon. Verteidigung hoch, Spezialangriff runter. Pfiffig, besitzt Temperament. Du hast physische Angriffe, aber. Weiß ich nicht, komm mal ins Team. Erste, ich will mal sehen, in was du dich verwandelst. Hoffentlich entwickelst du dich. Koro ist sowieso auf Level 34 im Moment. Kann man ruhig nach, kann man ruhig erstmal hier pausieren. Sag mal, Bemon. Sollen wir mal merken, welche Nummern die immer sind. Na komm, wo bist du? Na. Da mich beinahe erledigt hat, ey. Da geht erst noch Platz nach oben, also zwei Plätze. Vielleicht wird sich das Ding echt entwickeln, aber noch nicht so früh, ne? Also mal, weil ich gemeine Naturzone oder so. Suche die antike Stelle von Passberg und entdecke die Geschichte der Galar-Region. Aber ich habe so ein Gefühl, wir sind schon wieder beschäftigt. Zeig mal, Dicker, die antike Stadt von Passberg. Vielleicht entwickelt sich dann ein Gespür für Kunst. So, aber wie es aussieht, muss ich hier noch einiges erkunden. Ne? Also wird nichts mit trainieren, habe ich so Gefühl. Ui, was für eine coole Arena-Stadion. Was für eine cooles. Ja, wir schon. Orte, in denen sich Pokémon Dynamax maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien der Galarion werden auf solchen Energiequellen erbaut. Ah. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Dann musstest du zu Team Ark, zu Team Magma gehen. Ne? Das ist die berühmte Wandmalerei der Antiken, steht von Passberg. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Ich verstehe es nicht. Ja, gut, dann gehen wir mal ab zur Naturzone, würde ich sagen. Ne? Und tun uns da ein paar Pokémon, wenn ich hier ein paar Pokémon fangen, ne? Ja, ich hätte auch von da eigentlich egal. Und tun ein bisschen hochleveln, weil unsere Pokémon die jetzt gerade noch frisch im Team sind, ne? Und ich habe so Gefühl, wenn wir jetzt hier so munter sehen, so voll fröhlich irgendwie in die nächste Arena gehen, dann kriegen wir voll auf die Fresse wieder. Deswegen will ich dieses Mal ein ganz klein bisschen mehr vorbereitet sein. Also los, und können uns ja dann noch ein bisschen umschauen. Weiß ich nicht. Ich vergesse mal, ich habe ein Fahrrad, ey. Und dann volle Möhre die Treppe runter mit dem Fahrrad. Aber ich trage ja einen Helm. So. Ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Watt, damit ich halt. So, ich fange jetzt einfach alles, was mir in die Quere kommt. Die müssen ja Level 15 noch sein, ne? Am Anfang hier sind ja nur alle so Level 15 gewesen, glaube ich. Komm her. Ich habe ich noch nicht, ne? Pompoli. Also sozusagen unsere kleine Trainingssession hier, die wir machen. So, Level 10. So, das Gute ist, du hast Schlangenblick, also Paralyse.
Du kommst in unser Team. Ich komme in euer Team. Komm mal, die ganzen Level 10 Viecher hier alle fangen, ne? Weil warum nicht? Rückblick betrachtet, hier kriegen wir an gar keine Erfahrungspunkte, merke ich gerade. Vielleicht ein paar stärkere Pokémon fangen. Erst mit diesem Onix, weil ich so am Anfang begegnet bin. Okay, ein bisschen was kriegen wir, aber es ist kräftig genug, um problemlos das 50-fache seines Gewichts tragen zu können. Im Umgang mit Schlamm ist es sehr geschickt. Oh, Entschuldigung. Oh. Habe ich aus Versehen ein Vulpix überfahren, das tut mir leid. Ich würde lieber so Level 25er Pokémon fangen, wenn es geht. Die geben ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. Jetzt, was ich hier so finde. Was ist denn da oben? Ich glaube, da oben. Milzersee. Und wir sind schon krassere Viecher rumgelaufen, ne? Ja, zum Beispiel Nebulak. Gucken wir mal Nebulak. Nebulak. Ich weiß noch, als hat nur so ein Klecks von Microsoft Paint war. Das wird ich doch wohl nicht kaputt haben, obwohl Nebulak hat eine niedrige Verteidigung. Ja, versuchen wir mal. Autsch, Alter. Oh. Ja, das war ja wohl ein Schuss in den Ofen. Aber Erfahrungspunkte. Also falsch machen können wir ja nicht viel. Nein, du. Ein Nebulak erscheint. Okay, so ein bisschen stärker. Ist Level 27. So, das macht nicht so einen großen Unterschied. Big Talks kommen. Er ist irgendwie der verlässliche Fänger hier wegen Wangenrubbler und so. So, ich kann auch deine Wangen rubbeln. Ich weiß zwar nicht, wo du welche hast, aber versuchen wir mal. Boom. Oh, warte. Dreck. Stimmt, bei Geister-Pokémon. Tut ja weh. Ich wollte schon sagen, hau dich jetzt nicht selber kaputt. Aua, ah. Ich weiß, um Piercing wird wahrscheinlich sehr gut zu Big Talks passen, aber lass mal. Oh, gehen den Ball rein. Ah, vielleicht sollte ich mal nach dem Wasser-Pokémon irgendwie Ausschau halten. Aber hier gibt es sowieso keine neuen Pokémon. Hier gibt es irgendwie nur alte Pokémon. Also meine ich jedenfalls. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen. Ah, Schaufler. Dampfwalze ist, obwohl Schaufler ist stärker. Ja, komm. Weil wir wollen die gegen Schaufler machen. Jetzt verbuddelt. Ja. So, es ist ein Gas entstanden. Wird jemand in seinen Gas mit dem giftigen Körper gehüllt, so wird es in Ohnmacht. So fällt er in Ohnmacht. Oder sie. So ein Junge oder ein Mädchen. Ja, machen wir mal. Ich schau einfach meinen Rat dagegen. Na, ehrlich. Oh, ich habe noch nicht gefangen. Wir haben mal versucht, dich zu fangen, aber nicht geklappt. Müssen wir 13. Oh, komm her. Wachstum. Aber im Regen wird das, obwohl Wachstum kann ja nicht schwächer werden, ne? So, komm hier rein. Boom. Eigentlich keine Kirsche, ich brauche einen Apfel für diesen einen Typen. Warte doch, wie heißt das nochmal? Ein Apfel? Also ich brauche keine Kirschen, ich brauche Äpfel, um weiterzukommen. Also weiterzukommen. Schon mal, ich meine, ihr wisst, was ich meine, ne? Sein nährstoffreiches Bällchen erfreut sich bei Vogel-Pokémon großer Beliebtheit. Er ist ständig auf der Flucht, damit es nicht gefressen wird. Boah.
voll brutal, die Pokémon-Welt. So, die haben alles weggenommen, die Schweine. Ja, ich laufe mal hier so, also ich fahre mal hier so durch die Gegend, guck mal, was hier so alles ist, ne? Latschlohkraut. Ach ja. Ja, da ist noch so ein Berg bauen, aber Tengolist. So. Das Ding sieht voll creepy aus, ey. Weiß ja nicht, was ihr denkt, aber Mirapla, habe ich schon Mirapla? Ich habe immer noch nicht. Noch voll entwickelte Pokémon und so weit alles fangen, Planas als Pokémon, das die Nuzlocke-Regeln eingeführt hat. Oh. Ich dachte, wir müssen ein bisschen stärken. Okay, so langweilig, wenn du schon Planas auf Level 14 hast, ey. Zu da entwickeln. Hallo, ich immer gerne stärker Pokémon hier kämpfen. Ich habe Erfahrungspunkte krieg, aber ich habe noch so Erfahrungs Steinchen oder so, vielleicht sollte ich mal davon einige benutzen. Einfach nur um, weiß ich nicht, ein bisschen zu beschleunigen hier. Wir schon im nächsten Part auch hier anfangen können. Irgendwie die Arena jetzt zu machen. Klasse, Planas wurde gefangen. Am liebsten würde ich ja noch Igni weiterentwickeln. Diesen Part haben wir, glaube ich, schon eine gute Chance. Es liegt tief im Wald, aus dem Blatt auf seinen Kopf kann es eine Flöte bauen, dessen Klang Unruhe verbreitet. Ja. Kann man zu einigen. Ich glaube, der Part wird ein ganz klein bisschen länger als sonst. Einfach nur, ich glaube, ich mache so lange, bis ich Igni weiterentwickeln kann, obwohl ich glaube, das ein bisschen zu lange, ne? Du, komm mal her. Ne? Was? So einfach versucht mich überfahren, mich zu überfahren. Ja, so, komm schon, sei ein bisschen stärker. Level 15, ehrlich. Mordort, Mordor, Mordort. Ah, ja, klar. Okay, schön. Komm hier rein. Okay, da wird zu nervig, habe ich so ein Gefühl. Ja, schaffst du es? Nee, nee. Na, versuch mal, Wirbla. Jetzt so was von weg. Oder auch nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll, Repto. Erstmal muss ich dich hoch ein. Und wir gehen die Supertränke aus. Cool. Und dann habe ich 105.000. Damit könnte ich mir alle Uniformen kaufen, die ich will. Da. Ja, Antivirus, nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. So, dann kommen wir. Noch ein Angriff müsste es aushalten. Also dafür, dass du meine Initiative gesenkt hast. Ich glaube zweimal schon sogar. Bist du immer noch langsamer als ich. Okay, so Level 15, also dafür wirklich hopp hat irgendwann ein anderes Team und nicht wieder das gleiche hier, weil die Hälfte der Pokémon, die ich auch schon habe, er ruiniert immer irgendwie alles. Ich will nicht die gleichen Pokémon wie die Rivalen haben, da macht aber keinen Sinn. Hallo, ich will mein eigenes Team haben. Es ist unbekümmert und stört sich nicht daran, wenn es während des Schwimmens an Boot oder Felsen stößt. Also ist es dämlich. So, kann man mal irgendwo hingehen, wo stärkere Pokémon auf mich warten. Da kann ich wenigstens hier genug Watt sammeln, damit ich meinen Rad noch mal aufballern kann. Ja, ich glaube, der wäre stark genug gewesen, oder? Ja, ich brauchte 3000, glaube ich, ne? Obwohl du schwach, komm her.
Cleopatra, Cleopatra, Repto. Ja, das ist schon wieder ein bisschen zu stark, würde ich sagen. Folterknecht, macht da noch mal. Was macht Folterknecht noch mal? Weiß ich nicht. Boom. Also den Kopf gesehen von dem Teil. Oh. Ah, wird mir schon wieder zu nervig. Igli, komm. Nur Level 35 erreichst. Ein Ruckzuck-Keep müsste das Ding, glaube ich, nicht erledigen, ne? Au. Alter. Ja, ist noch am Leben. Oh, das macht schon wieder jetzt so viel Schaden, ne? Ein Angriff müsste nur aushalten. Pokéball flieg, flieg. Bleib drin. Danke. Danke. Schieß mir ins Gesicht, Mann. Na los, komm schon, ich will es. Du musst es haben. Ja, bitte sag mir, du entwickelst dich auf Level 35. Jawohl. Boah. Schon mal unser Ziel erreicht. Damit sollte es ja wohl deutlich einfacher werden in der nächsten Arena, hoffentlich. So, wie siehst du denn aus? Okay. Libero. Jetzt siehst du erst recht aus wie so ein Sonic OC. So, du bist immer noch nur Feuer, okay. Es jongliert kleine Steine mit den Füßen und schafft daraus einen Flammenfußball. Seine Gegner verbrennt es mit scharfen Schüssen. Torschützen-Pokémon, was? Feuerball. Nicht anzünden, eine kleine Steine zu erfüllen, sie eventuell Verbrennung. Das ist ein richtig krass starker Angriff. Ja. Okay, ich verstehe jetzt nicht, warum irgendwie ein Torwart oder Torschützen-Pokémon, aber man wird schnell von seinen schönen Fell und seinen Anmut verhält, aber es ist ein sehr launisches, gewalttätiges Pokémon. Krass. Okay. Angriffskraft sehr hoch, ja. Cool. Wenn ich etwas Glück habe. Wie erstmal, wenn du dich entwickelst oder du. Oder du. Ich glaube, darauf arbeiten wir noch so hin, wenn er so weitergeht. Leber brauche ich gerade. Noch ein Lapras. So, noch mal zwei so Dinger und ich. Komm mal her. Das Teil sieht aber auch echt krass aus, ey. Das war das erste irgendwie Galar-Pokémon, das ich hier gerade sehe. In diesem Gebiet Level 50? Warum? Okay. Level 50, sag mal. Geht's eigentlich noch? Lucario? Was ist das hier für ein krasses Gebiet? Okay, laufen wir mal Richtung Claw City. Fahren mal in Richtung Claw City. Ich glaube, da sind voll die Bonzen-Pokémon alle, ne? Aller Zeug, was bei dem Metal Mario Master im Team kommt. Na, Relaxo, du bist doch wahrscheinlich auch voll mächtig, ne? Hey, warum sind denn jetzt hier nur so krasse Pokémon am rumlaufen? Was ist das? Ich habe schon. Geh weg. Obwohl, deine Vorentwicklung habe ich noch nicht. Komm her. Mein Gott, bist du winzig. Jetzt nicht mehr. Was? Billilo. Die Dinger schon immer auf zwei Beinen am rumlaufen gewesen? Ich meine nicht. Na, Schlangenblick, Idiot. So,
Ja, ich kam gegen deine Weiterentwicklung an, habe sie schon gefangen. Wenn ich dich erst recht fangen. Schlangenblick. Ihr Folterklecht macht, glaube ich, nur, damit ich nicht zwei Attacken hintereinander einsetzen kann, ne? Zweimal die gleichen. Ah, ich habe es vergessen. Oh. Stimmt, das letzte Viech hat ja auch Dings gehabt. Aua. Los, gib ihm eine dicke Kopfnuss. Und ich. So, komm her. Bleib drin, bitte. Noch. Muss ich schon wieder auswechseln, ne? Er ist fehlgeschlagen, naja, weil ich nicht angreifen, ne? Dein Pech. Jawohl. Hello, wurde gefangen. Klasse. So, Lauch, bitte entwickle dich auf Level 33. Das wäre richtig cool. Es bestiert liebend gerne Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Kleptifuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Okay. Da ist ein Wolli, da ist ein Dingens. Okay, hier sind doch mal Galar-Pokémon am Rumlatschen. Lop. So, wo sind diese Typen, die meinen Fahrt hier hochleveln können? Da hinten, ne? Ja, dann liebt durchgehend so Gas geben mir. Ja, ein bisschen nervig, weil immer so lange dauert. So, kannst du meinen? Nein. Motorrad verbessern. Boom. Ja, noch mal leveln. 5000 Watt. War hier nochmal, ach, das war der Pokémon Ort. 105.000 Kohle, ey. Ich bin reich. Gott. Hey, da war dieses Elefanten-Pokémon. Das haben wir noch nicht. Können wir auch mal fangen. Aber erstmal Repto. Es ist sonnig. Warte, du bist Elektro, ne? So, Paralyse bringt nichts. Ich glaube, irgendwann, weil ich erst voll spät gemerkt habe. Paralyse wirkt gar nicht gegen Elektro-Pokémon. Und dich. Au. Ja, diesen Elefanten möchte ich auch mal kurz haben. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne? Boah. So. Lauch, geh du mal rein. Stachelspore. Ja, ist klar, danke. So, komm her. So, bleib drin, bitte. Noch. Ich müssen mir so immer so schwierig machen, ey. Wie so verdammte, wie auch immer du sein sollst. Hummel, Hummel sind größer, ne? Ich glaube, jetzt Fee Elektro oder Fee Flug, ne? Keine Ahnung, weiß nicht. Ich glaube, ich wollte das Ding mal im Team haben, welche Generation auch immer auftauchte. Ich glaube, Sonne und Mond. Na. Oh. Wommel. Käferfee. Es liebt Blütenstaub und Nektar. Hat einen Wommel aus. Es auf dem Blütenstaub von Cortina abgesehen, schwitzt in der Nähe herum. So, und ich will diesen Elefanten auch noch sammeln. Aber warum nicht? Gott. Kupfanti. Oh, und weiß nicht. Boden? Bist du Boden? Keine Ahnung, was könnte ein Elefant sein? Wasser? Die Wasser in ihren Dings haben? Normal? Ich weiß es nicht. Aber ein sehr starker Angriff, vielleicht sind normal. Okay, ist definitiv nicht Wasser. Stahl?
Ding entwickelt sich bestimmt auch ein voll riesiges Viech, ne? Also nicht. Ah, das könnte jetzt nervig werden. Aber ich möchte nichts Stärkeres einsetzen, ehrlich gesagt. Ja, der Bankcatcher. Ein voller Treffer. Dampfwalze. Au! Du Mistviech. Flora. Und Pokéball. Ist er paralysiert, ne? Das dürfte ja kein Problem sein, oder? Oder? Jawohl. Bin ja eigentlich nur interessiert, was du für ein Typ bist. Und auch Level 33, bitte entwickel dich. So, Stahl. Dieses Pokémon verfügt über eine Stärke, mit der es problemlos 5 Tonnen stemmen kann. Es nutzt nur seinen Rüssel, um die Erde zu graben. Und es wiegt 100 Kilo. Okay, Kupfer, ne? Würde ich jetzt so ableiten. Also was, wenn man noch dieses eine Rennen und dann reicht das für heute. Schon viel zu lange der Part. Hier kommen, wenn wir schon mal hier sind. Milzersee. Bis dahin sind wir doch Treffpunkt. Ich glaube, da kommt man noch nicht, ne? So, komm mal her. Wenn wir schon jetzt durch sind. Kann man auch direkt hier was machen. Los, fahr. Oh nein. Okay, wollte schon sagen. Habe ich den falschen Knopf, aber ich kann das wahrscheinlich nicht machen. Das ist nicht fair. Ah. Okay. Da passiert also, wenn man im Pokémon reinfährt. Ja, ich schon wieder ein Ballon hier verfehlt. Das dürfte ja nicht so schlimm sein, oder? Also trefft man ist wahrscheinlich wieder ganz am Anfang, ja, ne? Wenn zum ersten Mal hier rumgelaufen sind. Bei mir hat irgendwie nichts gebracht, das Rad aufzuleveln, weil ich irgendwie, weiß nicht, den Turbo nicht einsetzen. Er wird automatisch eingesetzt hier. Aber okay. Na, jetzt kann ich den mal einsetzen. Muss ich B gedrückt halten? Ich weiß es nicht. Hier. Ziel. Gehen wir was Schönes. Schaff, du bist am Ziel. Glückwunsch. Du kannst jetzt jederzeit aufs Neue versuchen. Du hast über 20.000 Punkte erzielt. Hier ist keine Anerkennung. Waldwechsel. Oh, schön. Und 300 irgendwas Watt. Komm, mach mal direkt mal. Buttental. Muss ich jetzt jede Route hier irgendwie abklappern oder so? Und krieg dann immer was Neues. Oder wie läuft das hier jetzt? Ja, mal wissen, was passiert, wenn ich alle Dinger hier mal einsammle, alle Ballons. GB drücken bringt nichts. Bonk. Ja, da nichts gemacht. Aber dann fahren wir mal nach Claw Plateau. Ich glaube, bis dahin sind wir noch nicht gefahren, ne? Machen wir das noch und dann war es auf diesem Part. Haben wir 45 Minuten so, 46, 47. Reicht das ja wohl. Ja. Am besten ja keinen Ballon irgendwie verfehlen, das wäre richtig gut. Ja, ich fahre die Treppe hoch mit meinem Fahrrad, ist klar. Gott, da ist ja fast gar nicht gesehen.
Boah, gebe ich Gas aus dem Gras heraus, ne? Gott, da war knapp. Ich möchte doch nicht durchs Gras fahren, Mann. Nein. Ich versuche noch, mich hier zu manipulieren. Ein Gengar? Was? Ich glaube, hier bin ich gar nicht rumgegangen, ne? Ich bin irgendwie von rechts so gekommen. Was? Ja, genau. Warum soll ich denn das machen? Ich soll lieber von hier aus. Boom, gib mir was. Geschafft, du bist am Ziel. Und ich krieg nichts. Ja, super. Danke. Gut, dann lass mich mal hier rein. Ich weiß, ich gehe mal hier unserem Pokémon mal so Erfahrungsdinger. Und die auch noch hochgelevelt werden. Diese Bonbons oder was auch immer das ist. Und dann sind wir ja hoffentlich im nächsten Part gewappnet für die Arena. Bei letzter Arena. War das stärkste da. Level 27. Werden wir ja wohl schaffen, oder? Komm. Problem ist, ich weiß bis jetzt noch nicht, wer alles insgesamt in mein Team kommt. So, also einige sind auf jeden Fall fest. Lauch, Igni, Big Tox, würde ich sagen, sind fest bisher. Man kann sich noch was ändern, vielleicht. So, extra small. Ja, ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt nicht sehe. Ja. Hat es auch voll gemacht. Okay, super. Komm, bitte entwickel dich auf Level 34. Dreck. Was ich hier boom. Nö. Nichts entwickelt, schade. Aber wir sind jetzt stark genug, hoffentlich. Ja, noch mal gucken, was Bämon alles lernen kann. Der überhaupt was lernen kann. Heimzahlungen. Fassade. Oh, ehrlich, gar nichts. Raub. Ja, werde ich auch mal nachgucken, ja. Donnerwelle wäre nicht schlecht. Gut, alles klar. Nächste Folge versuchen wir uns dann mal in der Arena. Hoffentlich kriegen wir nicht zu derbe auf Fresse wie in der letzten. Kampf. Big Tox hätte da kein Problem mit. Die sehen irgendwie aus, als könnten sie aus der gleichen Serie sein. Habe ich so. So, Lauch wird wahrscheinlich drauf gehen. Hast du eine Feenattacke? Nö. Okay, der wird mir auch nichts bringen. Flora vielleicht, Reptor nicht. Also ja, die beiden werden das hier wohl carryen, habe ich so Gefühl. Gut, dann sage ich in dem Sinne Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao.